Hallo und herzlich willkommen in der FDF-Garage zu einem neuen Video. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Wir starten direkt mit einer katastrophalen Meldung. Aber trotzdem hatten wir, oder geht es dann weiter mit der Creme 21 und die wird wiederum schön. Aber, was quatsche ich hier viel, seht selbst. So, meine lieben Freunde. Das war's. Wir haben keinen Vortritt mehr. Jetzt weiß ich, warum die Benzinpumpe hing, denn die Entlüftung ist kaputt und der Tank hat extrem Unterdruck gezogen. Und der Wagen lief zwischendurch wieder nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass der mal richtig Druck hatte. Haben wir aufgemacht, dann wollte ich gucken, ob er wieder läuft. Zweite, dritte, einmal durchgeladen und dann war Ende im Gelände. Ich kann euch das mal zeigen. Schön vom Hotel wurde ich jetzt abgeschleppt. Aber hey, da vorne ist auch ein Alpha. Jetzt blutet mir das Herz richtig. Mein Opel nicht geschafft und Alpha. So, der erste Gang rein. Kupplung los, gar nichts. Und jetzt hört mal, wenn ich die Kupplung trete, da ist richtig was im Sack. Ich weiß jetzt nicht, ob wir weiterfahren oder nicht, aber mit dem Vector war es das. Und das Allerschlimmste ist, das, wo ich gedacht hatte, das hält es nicht durch, hat sich einfach so wacker geschlagen. Und alles, was irgendwie neu gemacht worden ist oder wir erneuert haben, das hat mir Probleme gemacht. Also die Benzinpumpe, okay, wegen jetzt den Unterdruck nicht gezogen hat und das Getriebe, Kupplung neu. Ja, und Getriebe ist ja auch eigentlich noch nicht so alt gewesen. Also zumindest laut Tim, wo ich es her habe, aber er hat es auch irgendwo, ach keine Ahnung, ist ja auch jetzt egal. Aber das hat einfach, also das war irgendwie zum Scheitern verurteilt. Das ist aber vorletzte Tag, nur ein Tag. Dann hätte das Auto geschafft, aber nee, hat sie gedacht, so mein Freund, das war's. Und ich würde jetzt mal sagen, ich weiß noch nicht, ob ich die Creme weitermache oder nicht. Ich stehe jetzt erstmal hier, scheiße, weil hier ist ein Taxiparkplatz, aber ich habe auch keinen Vortrieb. Tja. Ja, so ist das nun mal. Sehr schade, aber that's life, das gehört dazu. Und das hat man auch davon, wenn man alles auf letzter Rille macht. Und ich habe es ehrlich, muss man ehrlich sein, ich habe alles auf letzter Rille gemacht. Wäre zu schön gewesen. Aber es ist nach wie vor ein wunderschönes Auto. Das Ding sieht einfach geil aus. Mal gucken, was jetzt damit passiert. Wir machen das jetzt so. Falls das jetzt war's, dann verabschiede ich mich jetzt mit Ciao la prossima. Wenn es weitergehen sollte mit irgendeinem Auto oder ich irgendeine Lösung habe, steigt ihr wieder ein. Ich fahr ein bisschen weiter. Hier nochmal zu gestern. Wir gehen natürlich jetzt auch auf die Spur. Ja, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Wir werden euch auch mitnehmen und zeigen, was da genau passiert ist. Ich habe so ein paar Vermutungen schon gesagt. Wir schauen da einfach mal nach. Ich sag ehrlich, ich nehme das Beste davon mit. Das war so ein bisschen für mich eine Challenge gegen mich selber, so ein Auto, was so lange stand, auf schnell zu reaktivieren und so eine Rallye mitzufahren. Hat fast geklappt, hätte nur einen Tag durchhalten müssen. Ja. In guten wie in schlechten Zeiten stehe ich auch immer dazu, dass einfach so ein Opel aus dem Jahrgang gerade eins für mich der geilsten Autos ist. Und dabei bleibe ich auch. Ist es halt, wie es ist. Ich hätte mich gefreut, wenn wir wirklich Ziel gekommen wären mit dem Ding. Wie letztes Jahr mit dem Kadett. Da habe ich auch fast keine Hoffnung gehabt, dass der es schafft. Und er hat es einfach knallhart durchgezogen. Aber, wie gesagt, zum Vector kommen wir. Ich nehme euch jetzt nochmal so ein bisschen mit, um auch mal zu zeigen, wie cool das einfach ist. Die Creme, es dreht sich nicht nur alles nur ums Auto, sondern auch um das Miteinander. Und ich wollte euch ja zeigen, die Hotels, die immer hier geboten werden. Wir sind hier im Maritim. Sind wir in Darmstadt, wenn ich mich nicht täusche. Und so sieht dann ein Zimmer aus für eure Übernachtung. Und ich finde das echt nicht verkehrt. Ja? Ich meine, die kostet um die 1700 Euro. Aber ihr kriegt echt viel geboten dafür. Eine Übernachtung, ihr habt Mittagessen, ihr habt den Rallye, die ihr fahrt, die organisiert worden ist. Ich sage euch mal, eine Sache, die mir besonders gut gefällt. Oh, Bad habe ich hier komplett auseinandergenommen. Aber eine Sache, die hat mir irgendwie doch gefallen. Guck mal, ein Dusche mit. Oh, falsch. Brauche ich auch. Irgendwann mal. Wir fahren jetzt mit dem Polo weiter. Vom Donato. Und wie gesagt, Polo ist ja zwischendurch. Wir machen zu, wenn es interessant auch wird. Also ich bin super glücklich. Hat wie immer bis jetzt super Spaß gemacht, die Rallye. Wir genießen jetzt noch den letzten Tag und nehmen euch mit. Und wo sind wir? Nein, wir sind nicht zu schnell gefahren. Doch, wahrscheinlich schon. Aber wir sind hier im Polizeimuseum, richtig? Polizei-Oldtimer-Museum in Marburg. Das ist cool. Und die Jungs, die haben mir gerade mal gekrallt, weil die gehören jetzt zu. Was macht ihr hier? Also arbeitet ihr hier oder pflegt ihr das einfach? Nee, das ist quasi ein Museum. Wir machen das so freiwillig. Geil.
Und machen so nach der Arbeit immer mal einmal in der Woche so ein bisschen Schraubertag. Echt? Und hoffen, dass das alles so ein bisschen sich bewegt, was hier rumsteht. Habt ihr Bock, mir mal ein paar Opels hier zu zeigen? Weil die Polizei ist ja auch viel Opel in den 90ern gefahren. Genau, ja. Und ihr habt euch freiwillig dazu bereit erklärt, mit mir mal hier ein bisschen rumzugehen? Ja, natürlich, ja. Ja. Also ich hätte Bock auf nur Opel, weil die anderen zeigen auch hier gerade, glaube ich, habe ich gesehen, Kamera, die können ja ein bisschen mehr zeigen. Mhm. Aber ich möchte wirklich spezifisch mal ein paar Opel zeigen. Na ja, alles klar, wo wollen wir denn anfangen? Bei den 70er Jahren oder eher schon ein bisschen neuer? Hier sind 70er, ne? Hier sind so von Ende 50er bis 70er so. Mhm. Und in der anderen ist 80er, 90er. Ja, das eher unter. Ja, das kommt. Also wir können mal schnell da reinschauen später, aber ich würde mit dem anfangen, was mich am meisten so. Alles klar. So. Also ich freue mich schon auf den Vectra A. Ich hätte gerne so einen als Polizeiauto und ich sehe ihn schon von hier. Aber übrigens hier wieder das Starterfeld oder die Autos wieder richtig. Noch ein Kappa Coupé, Honda Accord sehe ich da. Ah, tolle Autos hier mitfahren. Boah, was ist das, ein Fiat Mercedes oder? Ja, das ist eher so ein Spaßmobil, aber da ist der Michael Schumacher zum Beispiel mal mitgefahren. Ach, krass. Damals. Ich hab das erstmal an. Der Schuh. Ist eher so ein Spaßmobil, genauso wie die vier Autos in der Reihe sind eher so Spaß. Ja, also wie gesagt, ich möchte da. Wir zeigen das mal so ganz kurz, ne? Aber wir gehen mal spezifisch auf die. Oh, ich sehe das schon, Rekord. Mmh. Oh, lecker. Aber das sind Originalautos? Ja, das sind Originalfahrzeuge. Also die wurden benutzt, ganz normal? Die waren im Einsatz. Genau, der war jetzt bestimmt. Boah, was meinst du, was der gejagt hat mit einem 1,8er 75 PS? Irgendwelche Bauchgangster. Ja, genau. Nee. Die waren halt alle im Dienst, sind dann halt zum Glück vor der Aussonderung gerettet worden, mehr oder weniger. Wisst ihr, was eigentlich gemacht? Also die wurden ja ausgesondert. Ja. Das heißt, kann ja ein Schrott oder einfach verkauft? Nee, die wurden verkauft. Früher war es halt schwieriger, da musste man die halt noch umlackieren, weil da war das lackiert. Heutzutage ist es foliert. Da kannst du einfach die Folie abziehen und dann hast du ein silbernes Auto. Ach, also bei denen war es dann früher so, entweder hat man die halt in diesem Grün gelassen. Ja. Oder hat sie halt dann in den Umschlag lackiert. Das ist echt geil. Habe ich, glaube ich, so live noch nie gesehen. Ich weiß, dass es den gab oder dass es den gibt, aber live kein Drehzahlmesser. Er war hier knauserig oder was? Wahrscheinlich. Ja, die Sprut- und Brotausstattung bei diesen Autos natürlich. Aber das ist so geil mit dem Beige, das knallt so. Ja, ja. Lass mal gucken, vielleicht haben wir die. Ja, guck mal. Oh, boah, das ist sehr cool von euch. Ich geh mal vorsichtig. Ja, guck mal. Rein. Boah, war da die Dienstwaffe drin? Ja. Die war dann da abgesperrt? Also kurz dann abgesperrt mit einem separaten Schlüssel und bei Bedarf kannst du dann schön aufschließen. Ach krass. Mit Choke. Also die Polizei musste schon wissen, was sie da tut. Ja, weg raus. Also da weiß ich noch. Kenn ich noch. Ich wette mit dir V6. 2 Liter. Die gab es nämlich auch mit auf V6. Oder 1,8. Das ist so ein ganz Standardding. 2 Liter 150. 2 Liter. Geil. Mit Automatik aber. Ja, ja, waren immer Automatik, ja. Weil die hast du schon gehört, wenn die kamen. So, Liter. Ach, Liter. Vectra A. 2 Liter C20 NE. Automatik. 115 PS. Gut, brauchen wir nichts sagen. Da musste ich schon hinten drin reinsteigen. Echt? Ja. Wo ich mit Mike da drin gegen den M5 gefahren bin. Habe ich mir eine Kippe angemacht, da sagt der Bulle Kippe aus. Ich so, wie Kippe aus? Der wird jetzt nicht geraucht. Das ist natürlich gleich rauchen, weil ich will. Zack, zack, hatte ich die Achtung. Saß ich im Auto. Mit dem hätten wir die Creme, glaube ich, geschafft. Wahrscheinlich. Ja. Der 2 Liter, also ich meine, gut, unser 2 Liter war jetzt auch gut, aber das ist, den ohne Scheiß, sowas würde ich gerne in meiner Sammlung haben. Kommt irgendwann mal weg? Wir hatten bis vor kurzem 2 Schlachter dastehen, dummerweise. Also die waren halt rostig wie Sau, also wirklich eigentlich tot, aber die hatten halt noch die originale Ausstattung innen drin, aber die sind leider Anfang des Jahres gegangen. Tatsächlich. Boah, weil sie sich hier tot gestanden. Vectra A ist so geil als Polizeiauto. Ja, und das war dann der Highlight, ne? Nachfolger. Das war Nachfolger, aber auch 1,8er. Komme ich da irgendwie noch zwischen? Also ich gehe mal andersrum. Ich habe hier meinen schlauen Stick. Kann mich hier nicht aufmachen oder so? War das nicht so? Doch, da. Ja. Kann ich euch noch mal ein bisschen den Vectra zeigen? Den A-Vectra hinten. Weil ich will mich da jetzt nicht durchquetschen. Das war schon geklebt, ne? Das ist geklebt und dann hat es einen Verkauf einfacher gehabt. Abziehen lassen meistens. Da kam Vectra B. Dummerweise Löcher im Dach, wenn du das hier abmachst. Ja, ja. Aber die waren ja dann oft auf Versteigerungen. Echt? Ja. Aber auch Automatik? Zwei Stadtautos, alles mögliche wird versteigert immer. 1,8er.
Warte, jetzt will ich es falsch sagen. 125 PS müsste Z18 XE sein. Müsste sein mit 125 PS. Ja, ist der Z18 XE dann? Geil. VW-Fraktion noch aus den Jahren. Halt, können wir mal dran vorbei. Ey, das ist echt cool, Junge. Die kann ich auch noch. Passion ist klasse. Also die kann ich auf jeden Fall noch. Nee, ich kannte die hier. Den kenne ich. Den kenne ich gar nicht. Das ist so eine einmalige Geschichte, ordnungsamtmäßig. Ach krass, jetzt sehe ich sogar. Genau. Warum habt ihr so ein aktuelles? Der kam jetzt ganz neu zu uns, wird als Zugfahrzeug verwendet für Filmaufnahmen. Wir werden oft gebucht für Filmaufnahmen und dann haben wir ein Zugfahrzeug gebraucht und haben jetzt natürlich dieses Auto von der Aussonderung bekommen. Netterweise vom Land Hessen. Und den rüsten wir jetzt ein bisschen zurück. Hat schon oranges Blaulicht bekommen und so. Dass wir den halt zivil so als Zugfahrzeug benutzen können. Hier für den Verein halt. Geiler Slogan, ne? Er heißt Kadett, aber sie rufen Frank. So, dann warte, wir hatten da eine Opel Blitz, machen wir mal schnell hin. Ja, Opel Blitz. Das war ein LKW, aber was wurde damit gemacht? Das ist eine mobile Befehlsstelle. Okay. Da haben hinten drin Leute gesessen, die haben dann halt gefunkt. So mehr oder weniger. Dann hast du zu Großeinsätzen gefahren, wenn jetzt größere Lage waren und da gingen dann die ganzen Funkgeräte von den ganzen Polizisten. Ach krass. Quasi dann drüber. Der wurde aber zurückgerüstet. Der wurde zurückgerüstet. Alles leer. Hier steht ein funktionierender Fernmeldebus aus den 50ern. Da kann man vielleicht mal rein. Krass. Geil. Und das war alles hier in Opel? Nee. Also in der Halle ja. Ja. Drüben ist noch. Ja. In der anderen Halle. Und in der großen Halle sind dann halt ältere. Ja. Drüben waren ja Autobahnpolizei, hast du gesagt, ne? Genau, da sind, kommen die Omegas. Ja gut, die Polizisten wollten ja auch schneller unterwegs sein. Ja? Ja. So eine G-Klasse da, ne? Wurde das dann so für Wald und Wiesen genommen? Ja, bei den Dingern war es tatsächlich so, die hat wohl Mercedes, hat die halt gebaut für irgendeinen Scheich. Ja. Das ist eine von den ersten, die es überhaupt gab. Ja. So als Zivil. Ja. Und ja, die hatten halt, der Verkäufer ist wohl abgesprungen. Ach. Und dann hat die Polizei quasi alle gekauft und umlackiert in dieses Grün. Und haben die halt übernommen, weil Mercedes die halt gebaut hat. Ach, Grün. Und hatten halt keine Abnehmer dafür. Boah, was ist das denn? Das ist ein Panzerauto von dem ehemaligen Politiker Johannes Rau. Das ist ein sondergeschütztes Fahrzeug. Boah. Mit V8. Der hat halt spezielle Reifen. Tu dir mal selber einen Gefallen und mach mal die Tür auf. Da scheißt du dir in die Hose, so schwer ist die. Ja, wer kennt's nicht? Darf man auch die Tür offen machen? Ja, einfach mal gemacht. Einfach mal fürs Gefühl. Was ist das denn? Boah. Nee, der löst sich innen diese Folie ab. Was ist das denn? Panzer. B6 und jetzt hat B7. Aber nur die Scheiben oder auch hier? Innen auch am Kofferraum unten hinten. Mach mal auf die Tür, also nimm mal die Tür. Ich hatte doch bei mir in der Halle von meinem alten Chef gepanzerten G. Den haben wir da vorne Projektfahrzeug, stehen. Was in Arabische Emirate gehen sollte. Du brauchst aber schon Kraft, dann die Tür auf und ja, zu. Ja, das ist schon ordentlich. Aber dann gehen wir mal halt zu den anderen Opel, ja, oder? Ja, ja. Lass mich hier zu viel ablenken. Aber das ist zum Beispiel ein Geldtransporterbus, der ist auch komplett gepanzert. Geldtransporter? So, Frankfurt von der Bundesbank. Ach Gott. Da ist komplett gepanzert. Nur eine Tür geht auf, die Seitentür. Und ja, da sitzt dann halt quasi wie im Bus hintereinander und da hatten sie die Geldsäcke in der Mitte oder das Gold, wie nach echt jetzt? Und wurden halt begleitet von diesen gepanzerten G-Klassen, die da hatten. Oh, wie krass. Oh, das ist auch. Aber ihr lasst hier einfach alles offen, die Leute dürfen einfach so. Nein, normalerweise nicht. Ah, okay, das ist eine Ausnahme. Wir haben für heute eine Ausnahme gemacht. Ah, das ist aber cool. Weil das wundert mich, dass. Dadurch, dass bei normalen Öffnungstagen, wir haben einmal im Monat geöffnet, ja. Halt viele Kinder hier mitkommen und die drücken dann überall drauf rum und wenn du das Ding wieder startest, ist halt blöd, dann ist alles an oder Batterie leer oder wie auch immer. Okay, gepanzerte Türen. Also das ist auch alles stabil. Von hier merkst du das, hier. Hä? Boah, aber hier, ne? Wurde schon mal nachgeschweißt, oder? Wahrscheinlich, ja. Kein Wunder bei dir. Bei dem Gewicht. Und da war einfach alles in der Mitte, oder wie? Ja, so ja, die haben da ihre Geldsäcke transportiert und ja, wurden dann halt beschützt von zwei gepanzerten Gegnern. Das hier geht auch auf? Nee, tatsächlich nicht. Ist die einzige Tür an dem Fahrzeug. Die einzige Tür, die aufgeht, ist die hier? Ja, die anderen sind einfach zugeschweißt. Und wofür sind diese Löcher da? Schießscharten. Ach, zum Zurückschießen? Da kannst du dann ein Maschinengewehr raushängen, die kannst du aufmachen.
Oh, ich sehe da was schon. So, was natürlich, war das auch ein Polizeikäfer, oder? Das ist ein Gag der Polizei in Nordrhein-Westfalen gewesen, so für PR-Zwecke. Haben sie immer mal ausgestellt und wir haben dann halt bekommen, als sie ihn ausgesondert haben, zum Beispiel. Oh, ist das schön. Ist das schön. Und Omega. Ah, oh. Die kann ich auch noch. Geh mal auf Seite, ich will dich nicht sehen. Boah, wieder mit 2 Liter. Zählt was hier? Nee. 2 Liter. Auch Automatik. Aber die waren doch. Ich meine, okay, 195 km/h, 92 war jetzt auch nicht so lahm, ne? Nee, das ist natürlich nicht. Aber warst schon präsent damit auf der Straße. Geil. Oh. Radläufe noch da? Ja, tatsächlich. Darf ich fühlen? Fühle euch. Ich meine schon. Ich stand ja meistens auf die Autos. Ey, krass. Der hat gar nichts. Nee. Ich bin gewohnt, ne? Hör auf. Den muss ich kaufen. D-Rekord, geil. Kenne ich natürlich nicht mehr, weil es 74. Aber hey, 1,9 Liter, knapp 100 PS. Automatik. Auch wieder Automatik. Ja. Das war typisch Autobahnpolizei. Ja, das ist Autobahnpolizei. B-Omega. Wow. Das ist. Das haut mich richtig unmöglich. Das. Die Opel-Fraktion. Ich habe am Eingang habe ich gesehen im. Was ist das? Boah! Der M3, ja, den ist noch einmal gehabt. Schnellster Streifenwagen der Polizei Bayern mit 250 km/h 1997. Aber hatte die Polizei nicht auch mal einen Porsche? Ja, der steht vorne sogar vor der Museumshalle. Ja, wir haben 924, haben wir noch. Krass. Ich muss sagen, die Ausstellung ist echt sehenswert. Was kostet hier der Eintritt? Eigentlich gar nichts. Auch nur eine Spende. Spende. Die oder, werden wir auch gleich abgeben. Oder in besonderen Fällen, halt, wenn wir jetzt ein großes Fest haben, was teuer ist, ein Sommerfest, dann nehmen wir halt 2-3 Euro oder so. Aber ja. Das letzte Mal haben wir es ohne geschafft und wir versuchen es eigentlich auch immer ohne zu schaffen. Und ihr fliegt das alles auf freiwilligen Basis? Ne? Genau, das ist quasi ein Verein. Ja. Und wir sind so eine aktive Gruppe von vielleicht 20 Leuten, die sich immer mal so einem Auto antun, sodass es halt fahren kann. Und dass man mal längere Strecken damit fahren kann. Und ihr werdet dann gebucht, oder? Ja, also man kann uns buchen für Filmaufnahmen, ist viel gefragt. Zum Beispiel am Amphipokra 11, da waren schon zig Autos, so als Statistenautos. Kommen die dann auch heile wieder, wenn die kommen die auch heile. Ja. In den meisten Fällen, ja. Ja, deswegen ist er da zum Schrauben. Boah, das ist so undercover, oder? Das ist SEK. SEK? Das ist auch ein 12-Zylinder. Nee. 57i. Radio. Wofür wurden die dann genau schon mit Krachen, das Video? Das ist halt so, SEK, die sind halt deutschlandweit unterwegs. Wenn da jetzt ein richtig heftiger Einsatz irgendwo kommt, dann kann es immer sein, dass die von Frankfurt aus nach Berlin fahren müssen, so schnell wie es geht. Für Unterstützung und so. Krass. Und dafür wurden die halt eingesetzt. Man muss bei dem halt wahrscheinlich zweimal anhalten zu tanken. Ich würde sagen, die Zeit, die du rausgefahren hast, musst du an der Tankstelle verbringen, ne? Ja. Oh, guckt euch erstmal auch mal den Alpine, der hier vorbeifährt. Die haben wir dann halt hier. Oldtimer, die ganzen Oldtimer-Fraktionen, die ganz alten. Boah, was ist das denn? Die funktioniert noch als E-Fenster? Ja. Hast du einen Motor da drin? Ja. Ein Diesel? Nee, das ist ein 8-Zylinder. Nee, um die Fensterscheibe runterzufahren? Wahrscheinlich. Alter, boah, das ist heftig. Damit wurden dann auch wahrscheinlich Politiker oder so rumgefahren, oder? Nee, der ist tatsächlich ganz selten, weil der uniformiert ist. Also der ist lackiert im Polizeiauto. Der war auch teilweise Transportfahrzeug von diesem Bus. So halt polizeikenntlich gemacht. Ja, gab es aber auch in Zivil Schutz für auch. Die Politiker als Schutz. Und was du hier siehst in der Tür ist zum Beispiel auch die ursprüngliche Halterung von einem Maschinengewehr. Ja. Ach krass, das muss ich mal zeigen. Also die Jungs, die hier drin saßen, haben nicht gespaßt, oder? Nee, da war kein Spaß. Das hier ist tatsächlich ein Polizeiauto von der hessischen Landespolizei. Die hatten das als Gag-Auto, ne? Gehabt. Die Zeta. Ja. Auch mittlerweile. Und sehr, sehr teuer geworden. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer ein Highlight bei uns im Museum. Das ist ja anzugucken, vor allem bei Kindern beliebt. Das hier ist unser ältestes Stück, was wir haben. Oh. Opel Olympia. Ja. Ja. Der war auch so im Einsatz, oder? Nee, der tatsächlich nicht. Aber der ist jetzt ein Zivilfahrzeug aus der Zeit zurückempfunden. Ach so, ist kein Original. Nee, der tatsächlich nicht. Waren die denn in der Zeit auch anders lackiert oder waren einfach nur... Nee, die Zivilautos waren ganz normal. Also heutzutage auch, die siehst du ja nicht. Ach so, gut. Ja, ich habe jetzt
Ich meine, das ist jetzt so ein normales Einsatzfahrzeug, aber die waren wahrscheinlich dann auch anders. Ja, die waren in diesem grünen wie hier der Rekord. Ah, okay, dann gehen wir gleich hin. Genau. Das seid ihr, ne? Das sind wir, genau. Ja, machen wir ein bisschen Werbung hier für die Jungs. Vielen Dank. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid oder so, gerne mal reinkommen. Super interessant, super nette Leute hier. So, haben wir den nächsten. Rekord P1. Genau, Baujahr 58. Hier waren wir mit 45 PS noch unterwegs. Das ist das Ding, was der Marco hat, oder? Genau, ja. Umgebaut als. Aber auch schon mit Funk, also Telefon, ne? Also Funk, genau. Lass gucken, ob ich da reinkomme. Können wir da rein? Der ist zugeschlossen, aber von hier kannst du das sagen. Ja, ich weiß nicht, ob man nicht einfach in die Mitte darf. Ich nehme auch Funktelefon. Dann gehen wir dann vorbei. War ja nicht so ein Kapitän. Was für ein Baujahr ist das? Der Kapitän. Ja, weißt du das? Der ist Baujahr 60. Oh, bist schon gut unterwegs, ne? Weißt schon, was du hier hast. Ja, so grob. Aber bei den vielen Autos, da kommt man manchmal durcheinander. Aber Fakt ist, die ganzen Autos, die hier drin stehen, fahren. Echt jetzt? Und werden auch, sind auch auf 07 angemeldet teilweise. Also könnt ihr bewegen auch? Fahren könnt ihr mit dem öffentlichen Straßenverkehr. Dürft ihr denn... Ihr pflegt hier, dürft ihr die auch damit fahren? Oder dass man sagt, ey, wir leihen uns immer aus und fahren? Oder ist nee, wir sind Mitglied beim Verein und dann ist das kein Problem. Also darfst du mal mitnehmen und sagen, ich fahre ja, mal. Ja. Das ist auch richtig cool. Machen, dass das es halt ist nicht kaputt cool. Geht, weil ein Fahrzeug geht natürlich durch Stehen. Ist ein Fahrzeug und kein Stehfahrzeug, ne? Genau. Ha? Oh, Rekord B, auch so geil. Was für ein Baujahr? Was für ein Baujahr? Nee, nee. Ich? Du. Ein B-Rekord müsste sein Anfang 60. Mitte 60. Ah. Da kommt halt der Donato, der ist ja schon über 60, der weiß halt sowas. Ey, war das früher mal ein Schwimmbad? Mal eine blöde Frage. Nee, das war ein Militärgelände. Ach so, weil also das war hier tatsächlich ein Panzerübungsplatz. Ach. Und die Halle hier, die wurde vom Verein gebaut, aber die anderen Hallen waren so Unterstellhallen für Panzer und so. Ach krass. Geil. Der Käfer natürlich auch cool. Total geil. Ich habe nicht so das Neueste, was hier restauriert wurde. Ach, ihr restauriert die auch? Mhm. Der kam hier an als Scheunenfund und wurde dann aufgebaut von den Vereinsmitgliedern. Über aber original Polizeiauto auch? Nee, okay. Der nicht. Aber wurde einem originalen Polizeiauto der Autobahnpolizei Düsseldorf nachempfunden, von dem es nur Bilder gab. Es gab nicht viele Capris. Es gibt halt ein paar Bilder von genau einer mit dieser Beklebung und Geschichte. Habt ihr nachgebaut? Und den haben wir quasi original nachgebaut, weil die Originalkriegszeit nicht mehr. Amphi-Ranger. Genau. Ach, das ist ein Familienfahrzeug? Mit dem kannst du schwimmen, basiert auf einem Ford Ranger. Ach, krass. Also G-Klasse, dachte ich, das. Nee, das ist ein Ford Ranger und der schwimmt tatsächlich noch, der ist dieses Jahr schon geschwommen. Wahnsinn. Amphibienfahrzeug der Polizei. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, das ins Wasser zu fahren. Ich habe mich noch nicht getraut. Aber das sind andere härter als ich. Das ist ein originaler Wartburg von der DDR. Also von der Volkspolizei. Ah, mein Dekadett. Das finde ich auch noch geil. Auch original oder auch nach? Der ist original, aber auch Automatik. Oh krass. 55 PS hier. 1,1. Dekadett mit 2,4er Vergaser, das ist auch geil. Boah, krass, das ist geil. Ein Rekordkombi, ey. Uiuiui. C-Rekordkombi. Ja. Steht auch ganz, ganz weit oben auf meiner Wunschliste. Kann man den günstig erwerben, weil hier ist ja, läuft ja Flüssigkeit aus. Ach, leider nicht. Aktuell nicht. Wir sind froh, so jedes geil. Fahrzeug, was wir in so einem Zustand erhalten können. Ja, richtig, das ist so geil. C-Rekord-Karawan. Ja, boah. Sieht ein bisschen aus wie die Karre von Ghostbusters. Ghostbusters, ja. Total geil. Auch, aber der Zustand hier der Autos. Ist auch wirklich gut, ne? Ja, die sehen wirklich gut aus, die Autos. Also, diese Autos, also macht ja echt toll mit der Pflege. Ja, ja. Macht ja. Die wurden echt. Das hätte ich auch noch gerne. Da ist die Finger davon. Sind wir eigentlich durch? Ja, ihr seid zu weit durch. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir haben einfach mit dir angefangen, haben mich gar nicht hochgestellt. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Luca. Luca. Luca, ich wollte mich bei dir bedanken. Gerne, gerne. Das war eine super geile Aktion von dir. Ja, gar kein Problem. Einfach echt hier die Zeit zu nehmen und uns hier alles zu zeigen. Freut uns ja auch, dass ihr so viel Interesse hier dran habt. Ja, auf jeden Fall. Also, und wir dachten, dass wir euch hier auch mal so ein bisschen, weil wir folgen euch, also mein Kumpel und ich, wir folgen euch schon auf Social Media und gucken eure Videos, auch von Marco und von Mutlu. Sehr geil. Und da freuen wir uns halt mega, dass es hier stattfinden kann, dass ja, wir euch auch ein bisschen glücklich machen könnten. Das ist auch echt eine geile Aktion, dass ihr euch die Zeit für uns nimmt und geil, echt toll. Und gerne. Wenn ihr hier in der Nähe seid, besucht die Jungs,
machen echt einen tollen Job mit der Instandhaltung der Autos. Jawohl. Luca, vielen Dank. Gerne, gerne. Einen schönen Tag. Ich euch auch. Dankeschön. Ja, jetzt geht's weiter. Aber... Alfista. Diese früher in die Formel 1 haben diese Mutter entwickelt. Oh, lucky. Ah, na müd, kommt blöd. Ciao Jungs, danke für alles. Schön, dass ihr da wart. Danke. So, jetzt fahren wir endlich mal weiter. Hässlichste Auto, was es je gebaut wurde auf diesem Planeten. Geilste Auto überhaupt. Multipla auch mal Bock am Projekt. Ey. Ja, sieht ja auch sehr ähnlich. Ja. Kriegst du Aufmerksamkeit. Nicht so wie du. Da ist E36 mit Heckschaden. Ja, kompakt, kompakt. Ey, ich nenne das bloß raus. Ne? Das wird auf jeden Fall rausgeschnitten. Multipla. Weil wir den Bullen richtig durchziehen. Nein. Ja, weil den Ascona nicht so schnell zeigen wollte. Jetzt hier Ascona. Ciao. So. Nächsten Teilnehmer. Echt schön Autos. S3, Pitti Cruiser, Urquattro. Jetzt geht's weiter. So, angekommen am Ziel. Das war's mit der Krim 21 für uns, für mich, dieses Jahr. Geh mit gemischten Gefühlen hier raus, immer wieder geil. Die Krim 21 macht einfach Bock. Aber die letzte Etappe mit einem neueren Auto, was krass performt, muss man einfach zugeben. Also der fährt da um die Kurven, da wo wir mit dem Vectra am Rudern waren und am Kämpfen, fährt er einfach durch. Also, was ganz normal wäre. Trotzdem habe ich sehr, sehr stark den Vectra vermisst. Also am letzten Tag, die letzte Etappe. Ich halte euch natürlich auch auf den Laufenden, was kaputt ist. Ja. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ja. Letztes Jahr hatte ich doch mit dem Kadett ein bisschen mehr Spaß wie mit dem Vectra, muss ich einfach zugeben. Wahrscheinlich, weil ich den Kadett auch mehr reingenommen und trotzdem gehalten hat, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Nächstes Jahr kommen wir wieder, hoffentlich, oder ich hoffe, das klappt, dass wir nächstes Jahr wiederkommen können. Und euch vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für die, die mitgefiebert haben. Wie immer, danke für alles. So, das war's jetzt wirklich. Ciao, alla prossima.